Heute ist nochmal eine offene Stunde und ab nächste Woche starten wir mit der Ausbildung und der erste Block wird ein halbes Jahr dauern, also 6 Monate. И поскольку были вопросы, поэтому я детальнее расскажу о нашей программе, которая нас ожидает на протяжении этих полгода. Genau, weil auch Fragen gestellt wurden, möchte Wladimir detailliert auch über das Programm erzählen, beziehungsweise auch so einen kurzen Überblick verschaffen, wie denn die Ausbildung in den nächsten Wochen aussehen wird. Wir werden mit der ersten Stufe beginnen, also Jiva Heilkunst, erste Stufe, welches aus 3 Modulen besteht. A, B, да, и C. A, B und C. Genau. Соответственно, каждый модуль обычно, когда идет преподавание вживую, это преподается за субботу-воскресенье, как бы за 2 дня. Normalerweise, wenn diese Ausbildung in Präsenz abläuft, dauert jedes Modul Samstag und Sonntag, also praktisch so ein Wochenendblock. Ну и тут получается таким образом, что не всегда есть возможность дать настолько широко, сколько можно было бы дать за это время, потому что каждый модуль, он несет в себе большое количество информации, но поскольку это всего лишь 2 дня, поэтому получается, что много информации остается неозвученной и взаимодействие практик с практиками не до конца широко раскрывается. Also es ist dann auch so, dass es ziemlich komprimiert ablaufen muss auf das eine Wochenende. Und man hat also wenig Zeit, man ist in der Zeit beschränkt und schafft kaum in die Tiefe zu gehen, weil doch tatsächlich jedes Modul auch sehr umfangreich und sehr viel Tiefe bietet, was praktisch man in einer Wochenendseminar nicht umsetzen kann. Таким образом, мы планируем, что каждый модуль у нас займет порядка 2 месяца. Und so planen wir, dass jedes Modul circa 2 Monate behandelt wird. И, соответственно, каждый месяц у нас 4 занятия. Да? Таким образом, у нас на 1 месяц, на 1 модуль отводится 8 занятий. Also haben wir im Durchschnitt 4 занятия, да? Модуль А, 8 занятий, то есть на протяжении 2 месяцев. Okay, nochmal. So, я понял. Also jedes Modul wird 2 Monate laufen. Das wir praktisch 2 Monate sind circa 8 Mittwoche oder 8 Wochen im Durchschnitt. So wird jedes Modul 8 Wochen behandelt. И поэтому сейчас я как-то так вкратце расскажу о том, что нам предстоит, для того, чтобы было некое понимание о программе, которую мы собираемся изучать. Und so werde ich in Kürze euch das erklären, was uns bevorsteht, so dass ihr quasi auch einen guten Überblick habt für das Programm. То есть первое занятие мы посвятим настройке, потому что у нас есть те люди, у которых еще нет настройки живы. In der ersten Woche werden wir mit der Initiation starten, praktisch, dass die Leute, die noch keine Stufe und keine Übergabe bekommen haben, diese auch bekommen. Здесь у нас будут основополагающие знания о живе. Hier werden wir auch die Basics bzw. die Grundlagen des Jiva erlernen. И мы с вами сделаем уже 2-3 базовых практики, которые позволят вам становиться более здоровыми, более целостными, более гармоничными. Und bei dem am ersten Tag werden wir bereits 2-3 Praktiken durchführen, welche dazu dienen sollen, euch gesünder. Второе занятие мы посвятим тому, что мы более глубже разберем, каким образом работает энергия в наших энергетических центрах, чарах и наших энергооболочках. Und in der zweiten Woche werden wir uns den energetischen Zentren widmen und hier praktisch eine Lehreinheit durchführen zu unseren Charas oder Chakren, zu unseren feinstofflichen Körpern und Hüllen. И также отработаем порядка 2-3, глубоко отработаем 2-3 практики новых. Уже другие. Или те же. Und werden auch nochmal 2-3 Praktiken dazu, das sind wiederum die nächsten, also andere Praktiken, 2-3 Praktiken auch durchführen.
каждое наше занятие, оно будет знакомить вас с неким количеством новых практик. То есть в среднем это 3 практики, может быть 4, может быть 2, но в среднем 3. Also im Grunde genommen könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir jeden Mittwoch im Durchschnitt 3 neue Praktiken durchnehmen. Manchmal werden es vielleicht nur 2 sein, manchmal 4, aber so im Durchschnitt 3 neue Praktiken pro Woche. Поскольку практики универсальны, вы сможете их на протяжении недели использовать к любой сфере вашей жизни, в которой вы хотели бы реализоваться. Und weil die Praktiken ja universell sind, dürft ihr das im Laufe der laufenden Woche dann individuell ausprobieren, einüben und praktisch auch auf andere Aspekte transformieren und auch in anderen Aspekten individuell für euch üben und probieren. На третьем занятии мы разберем понятие распада энергии и как этот распад энергии проявляется в наших оболочках и как он притягивает к нам жизненные трудности. Und beim dritten Block werden wir speziell über den Zerfall der Energie sprechen, wie dieser Zerfall sich auf uns auswirkt, auf unsere Körper und Hüllen, warum diese zerfallene Energie spezielle Situationen in unser Leben zieht. Опять же, когда у вас возникнет такое образное понимание, как работает энергия, вы тогда сможете видеть, что за любым конфликтом, за любой жизненной трудностью, с которой вы сталкиваетесь, как касается лично вас, как касается отношения мужчины и женщины, так и на глобальном уровне лежит распад энергии. И вы будете это также feststellen, nicht nur den Einblick gewinnen, sondern auch sinnbildlich verstehen mit der Zeit, wie diese zerfallene Energie sich auf euer Leben auswirkt, auf euren Erfolg, auf eure Beziehung. Ihr werdet es aber dann auch globaler verstehen und betrachten dürfen, sprich ja, übergeordnete globale Situationen und Aspekte. Also das passiert ja nicht nur im Menschlichen, sondern auch praktisch im größeren Maßstab auch, dieser Zerfall der Energie und die Auswirkungen davon. Четвертое занятие мы посвятим такое понятие, как личная сила. Личная сила – это некий внутренний стержень для того, чтобы вы были целостными, независимыми личностями, которые идут к успеху. In der vierten Woche ist das Thema die individuelle Kraft, die individuelle innere Kraftsäule vielleicht sogar in Anführungsstrichen das eigene Rückgrat, wie man durch das Leben selbstbewusster geht, wie man lernt, sich auf diese eigene innere Kraft zu stützen. В современной жизни мы очень часто сталкиваемся с тем, что у человека есть 3 базовых роли, которые он отыгрывает. То есть это роль жертвы, роль тирана или роль спасателя. Und wir werden auch kennenlernen, dass jeder Mensch in seinem Leben praktisch in 3 Hauptrollen schlüpft, bewusst und unbewusst. Das ist die Rolle des Opfers, die Rolle des Tyrannen und die Rolle des Retters. Und das wechselt sich praktisch durch die Situationen. Этих 3 роли прослеживается во всех взаимоотношениях всех людей, начиная от сказок, заканчивая реальной жизнью. Und diese 3 Rollen spiegeln sich in im Leben eines jeden Einzelnen wieder, aber auch in Geschichten und sogar Märchen kann man das erkennen. То есть часто получается так, что человек в результате того, что произошел распад энергии вследствие стресса, он не может взять ответственность за какую-то сферу своей жизни. Oft ist es so, dass als Folge dieser zerfallenen Energie, wenn der Mensch eine starke Stresssituation erlebt hat, da ist jemand noch eingeschaltet, das Mikro. Könnt ihr bitte die Mikros alle auf stumm stellen, stumm schalten? Ja, genau. Когда он не может взять ответственность за свою жизнь, он тогда вручает ее кому-то, там, начальнику, мужу, жене, какому-то целителю, который вместо него должен что-то решить. Und wenn ein Mensch, bei dem so die Energie zerfällt bzw. zerfallen ist, nicht selbst Verantwortung für sein Leben übernehmen kann, versucht diese Verantwortung auf jemand anders abzustreifen, vielleicht irgendwo auf den Chef
auf den Partner, auf den Ehemann, Ehefrau und so weiter. Такой человек обязательно находит себе дополняющего человека, который выступает тираном, который берет за него ответственность и начинает его использовать в своих целях. Und so ein Mensch findet sich ganz leicht jemand, der praktisch die Rolle des Tyrannen übernimmt, die praktisch, also die Person übernimmt dann die Verantwortung auch und beginnt, das Leben eines anderen zu steuern und praktisch alles darin zu bestimmen. И часто к этим двум ролям еще добавляется третий, кто-то, кто будет спасать, тот, который будет помогать этой жертве спасаться от этого тирана. Und sehr oft kommt dann noch eine dritte Persönlichkeit mit ins Spiel, der Retter praktisch, der dann einen vor diesem Tyrannen rettet. То есть в основе всех этих негармоничных отношений все равно лежит распад энергии, поэтому эти роли меняются. Жертва может сама становиться тираном, тиран может становиться спасателем, и вот этих три роли постоянно могут меняться. Und das ist praktisch auch die Folge dieser zerfallenen Energie, was auch dazu führt, dass man von der einen Rolle praktisch aus der Rolle des Opfers ganz schnell in die Rolle des Tyrannen schlüpfen kann, dann in die Rolle des Retters. Und so geht es praktisch im Kreis mit den Menschen. Wie im Märchen. Рыцарь спасает принцессу нежную и добрую, а потом эта принцесса оказывается, что она начинает тиранизировать этого рыцаря. In einem Märchen zum Beispiel, da rettet der Prinz eine Prinzessin, die auch einen ganz lieben Anschein gemacht hatte, und dann ist sie doch nicht ganz so lieb und beginnt den Prinzen zu terrorisieren und so weiter. То есть речь идет о том, что мы должны научиться формировать внутренний стержень, то есть личную силу, абсолютную уверенность, радость жизни. И вот это внутреннее состояние победителя, оно помогает нам быть успешными в жизни. Und letztendlich müssen wir es uns selbst beibringen, diesen inneren Kern, diese innere Säule aufzubauen, praktisch uns die eigene Stütze oder die eigene Unterstützung uns bieten zu können, damit wir praktisch aus diesem Rollenkarussell herauskommen. Дальше мы с вами рассмотрим практики, которые позволяют нам влиять на самого себя на расстоянии, то есть дистанционные практики влияния. Fünfte Woche Distanzions, also Praktiken, wo man auf Entfernung, auf sich selbst Einwirkung nimmt. Но можно пример? Ситуация в чем? Мы можем отсюда посылать энергию в прошлое, в ту прошлую ситуацию, которая у нас в жизни случилась. И благодаря тому, что мы посылаем энергию сегодняшнего в прошлое, мы в этом, в прошлом там попали в какую-то ситуацию, конечно, но сегодня здесь мы ощущаем уже себя исцеленными. То есть мы очищаемся. Ну вот сейчас даже можем проделать так. Also diese Distanzionseinwirkung spielt sich praktisch so ab, dass man sich selbst in der Vergangenheit heilt oder eine Situation, in der man sich in der Vergangenheit befunden hat, heilt praktisch aus dem Hier und Jetzt in die Vergangenheit diese zusätzliche Energie schickt und praktisch die Heilung nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch im Jetzt-Zustand erfährt dadurch. То есть исцеление нашего прошлого приводит к тому, что мы исцеляем свое сегодняшнее и будущее. То есть оно становится более гармоничным. Und indem wir praktisch unsere Vergangenheit heilen, heilen wir unser Jetzt und unsere Zukunft, weil wir praktisch auch aus dem Jetzt-Zustand in unsere Zukunft gehen. Кроме этого, мы с вами рассмотрим такое понятие, как многовариантный мир, и поймем, что вот как квантовая физика, она определяет, что мир состоит из многих вариантов, мы будем учиться находить тот самый лучший вариант для достижения но исполнение своего предназначения. Und dann als nächstes in der Woche 6 die ja, Vielschichtigkeit der Realität oder die das Mehrvariantentum der Realität wie in der Quantenphysik also arbeiten wir mit, sage ich mal, Parallelwelten und eröffnen für uns die Möglichkeit praktisch auch an diesen Parallelwelten zu arbeiten und Einfluss zu nehmen auf mehrere Aspekte des Lebens. Все эти практики, они будут связаны с материализацией, то есть
с материализацией с помощью энергии реальности. Und alle diese Praktiken werden mit Materialisation etwas zu tun haben mit der Materialisation der unserer Realität oder unseres Lebens oder Materialisation von Ereignissen. Просто кто-то будет это использовать для здоровья, кто-то будет использовать для улучшения взаимоотношений, кто-то для увеличения финансов. Jemand wird es aber dann individuell für seine Gesundheit nutzen, um die Gesundheit zu verbessern. Jemand anders vielleicht für seine Beziehung, die Beziehungsebene zu heilen, andere wiederum den materiellen Wohlstand zu verbessern, also die finanzielle Lage zu verbessern. Если здесь мы будем изучать общие практики материализации, то где-то на седьмом занятии мы уже начнем изучать специализированные практики материализации. Wenn wir auf der sechsten Stufe allgemeine Formen und Techniken der Materialisation erlernen, werden wir in der siebten Woche spezifische bzw. spezielle Formen und Arten der Materialisation erlernen. Ну и уже на восьмом занятии мы рассмотрим там разного рода практики, которые будут связаны с групповой работой, там, с очищением пищи, предметов, то есть то, что нам может быть необходимо в нашей жизни. Und in der Woche 8 werden wir dann Techniken erlernen, wie wir zum Beispiel unsere Nahrungsmittel reinigen, wie wir andere Sachen durchführen, die speziell in den Alltag gut zu integrieren sind. Ну, поскольку как бы вас заинтересовала практика исцеления прошлого, давайте сейчас тогда проделаем такую практику прямо сейчас. Lasst uns jetzt aber mit der Vergangenheit arbeiten, also eine kleine Praxis durchführen, die sich zum Ziel setzt, einen Teil in der Vergangenheit zu heilen. Ну, вам надо будет походить, потому что это надо будет не просто сидеть. Надо будет подняться и подвигаться. Aber Sie müssen sich dann bewegen praktisch. Jetzt nicht nur sitzen bleiben, sondern aufstehen und tatsächlich durch das Zimmer gehen. Сначала я ее расскажу, потом покажу, а потом мы сделаем ее. Zuerst werde ich das erklären, dann zeigen, dann machen wir es gemeinsam. У нас условная какая-то точка, которую мы назовем это место сейчас. Wir haben hier so einen bedingten Punkt, den Punkt nennen wir hier und jetzt. Мысленно мы представим, что каждый шаг назад это будет соответствовать пяти годам нашей жизни. Gedanklich stellen wir uns vor, dass jeder Schritt zurück fünf Jahre unseres Lebens bedeutet. Когда обычно мы имеем настройку живы, мы можем обратиться к живе для того, чтобы она нам показала, что было в нашем прошлом, что мешает нам сегодня и в будущем достигнуть успеха. Wenn wir bereits die Initiation haben in die Shiva-Energie, kann uns die Shiva-Energie auch helfen, zu sehen und zu erkennen, was in der Vergangenheit denn los war, wie das jetzt auf unser Hier und Jetzt und auf unsere Zukunft wirkt. Ну, сейчас мы рассмотрим самую простую практику, да, но ее можно делать еще более сложнее. Wir machen jetzt praktisch die einfachste Variante dieser Praktik, aber man kann sie auch ein bisschen komplizierter durchführen. Вот я, например, поставил себе вот эту какую-то точку, которая будет для меня означать, что это место сейчас. Und jetzt habe ich mir einen Punkt gesetzt. Dieser Punkt bedeutet für mich der Punkt im Hier und Jetzt. Вхожу в поток живы, активизирую поток. Ich gehe in den Jiva-Strom, visualisiere den Jiva-Strom. Ну, для тех людей, у кого пока нету настройки живы, мы это потом сделаем, когда у нас уже начнется непосредственно обучение. Сейчас вы можете как бы обратиться к своему сердцу, своей божественной искре внутри себя, сказать: «Пробудись». Und wer die Initiation für den heutigen Moment noch nicht hat, der kann sich praktisch an sein Herz wenden, an sein Inneres wenden und sagen: «Wach auf», damit dieses eigene Innere, die eigene innere Energie hier bei dieser Praktik euch unterstützt. И мы обращаемся к Живе, чтобы она нам показала, например, ограничивающие образы, которые мешают достичь чего-то в будущем. Und wir bitten die Shiva, uns diese eingrenzenden Gedankenbilder zu zeigen, eingrenzende Gedankenmuster zu zeigen, die uns stören,
beschwerdefrei in die Zukunft zu gehen. Ну, например, представим себе, что я женщина, и у меня проблема с взаимоотношениями, я хочу найти себе партнера. Angenommen, beziehungsweise vorgestellt, ich bin eine Frau und ich habe jetzt Probleme oder Schwierigkeiten, mir einen Partner zu finden, beabsichtige aber eine glückliche Beziehung zu führen. Я обращаюсь к Живе или к своему подсознанию, говорю, покажи мне в прошлом, что стало причиной того, что сейчас я одинока и что у меня нету там партнера и что к этому привело. Ich wende mich zum Beispiel an die Jiva und bitte die Jiva-Energie mir die Situation zu zeigen, irgendwelches Verhalten oder irgendwelche Gedankenmuster in der Vergangenheit, die mich praktisch oder genau die mich stören, einen ordentlichen und angemessenen Partner zu finden, warum ich dann praktisch alleine bin. При этом я как бы свечу своими руками, как фарами назад поток живы, как бы в прошлое. Deshalb leuchte ich mit meinen Handflächen wie mit Scheinwerfern nach hinten praktisch, mit Hilfe der Jiva-Energie nach hinten in die Vergangenheit. И делаю шаг назад, и вот этот шаг, он как бы равняется 5 годам. Und mache einen Schritt zurück und dieser Schritt gleicht 5 Jahren meines Lebens. И пусть будет, мне тут было 40 лет, и я делаю шаг назад, и мне становится 35. Angenommen war ich im Hier und Jetzt 40 Jahre, ich mache einen Schritt zurück und bin 35 Jahre. И тут мне вспоминаются какие-то негативные образы относительно прошлого взаимодействия с мужчиной, и мне вспоминается какой-то конфликт, например. Und hier erinnere ich mich an irgendwelche negativen Situationen, die mit einem Mann bzw. mit einem Partner zu tun haben oder generell Sachen, die meine Beziehung vielleicht stören oder bis jetzt stören, negative Gedankenbilder und Emotionen. Я выхожу с этой линии и вижу перед собой вот этот образ себя и этого мужчины, с которым у нас были там трудности. Und ich gehe aus dieser Linie praktisch heraus. Ich sehe mich selber wie von der Seite und ich sehe diesen Mann, mit dem ich damals Schwierigkeiten hatte. И посылаю поток живы как бы и себе, и ему. Und schicke einen Energiestrom, einen Jiva-Strom mir selbst und diesem Mann auch. Я снимаю все оценки. Я не думаю, кто виноват, кто прав, кто не прав. Я посылаю энергию обоим, гармонизируя энергию конфликта. Ich bewerte auch keinen, weder mich noch diesen Mann. Ich schicke beiden gleichmäßig viel Energie aus reinem Herzen, um diese Situation zu heilen. Если в это время у меня в теле возникает какое-то напряжение, сжатие, какая-то агрессия или боль, я это потоком живы также выдыхаю из себя. Und wenn ich gleichzeitig in meinem Körper irgendeine Blockade spüre, Aggression, Schmerzen oder sonstiges, atme ich das mit der Jiva-Energie durch praktisch. Also auch die Stelle im Körper, da wird die Jiva-Energie hineingeleitet, um die Blockade aufzulösen. И вот в какой-то момент мне уже этот образ становится для меня неважным, то есть он уже мне как-то не напрягает, и я уже чувствую, что вот эта ситуация исцелилась, и уже у меня нету обиды, я как-то успокоилась. Und an irgendeinem Moment spüre ich keine negativen Emotionen mehr dieser Beziehung oder dieser Situation gegenüber. Ich fühle mich beruhigt und es berührt mich auch gar nicht, die Situation. Also berührt mich nicht mehr, so wie jetzt gerade davor. Если ситуация исцелена, опять становимся на эту линию. Wenn die Situation geheilt ist, stellen wir uns zurück auf diese Linie. И опять светим потоком энергии назад. Und leuchten wieder nach hinten, wie mit Scheinwerfern, also mit Handflächen. Чтобы живо показало вам, есть ли какое-то ограничение, что мешает вам сейчас иметь пару. Damit die Jiva-Energie euch wieder zeigt, ob irgendwo in der Vergangenheit andere Eingrenzungen sind, andere Blockaden sind, die euch stören, eine glückliche Beziehung aufzubauen oder einen angemessenen Partner zu finden. И вы делаете еще один шаг назад и становитесь еще на 5 лет моложе, например, вам уже становится 30 лет. Und sie machen noch einen Schritt zurück und werden noch 5 Jahre jünger. Sie sind jetzt praktisch 30 Jahre, wenn sie von 40 ausgegangen sind, nach 2 Schritten. Время от времени у вас будут вспоминаться негативные мыслеобразы, и вы точно так же будете выходить из линий и наполнять их живо и исцелять. Von Zeit zu Zeit werden negative Sinnbilder oder Gedankenbilder auftauchen. Ihr geht in diesem Fall aus der Linie raus
und füllt durch die Handflächen diese Situation mit eurer живой энергии. Таким образом мы как бы прорабатываем энергию, посылая ее в прошлое, исцеляем каждый такой момент, который стал причиной, что в сегодняшнем у вас трудность. Und so erspüren wir jeden Moment, leuchten wir jeden Moment aus und heilen ihn, jeden Moment, der praktisch die Ursache für die Schwierigkeit im Hier und Jetzt bedeutet. И вот мы в конечном итоге доходим как бы до самого нуля, до момента своего, еще до зачатия. Und wir gehen dann praktisch nach und nach bis an den Nullpunkt, bis an den Moment vor unserer Zeugung. И берем, сдвигаемся чуть-чуть вправо. Und gehen ein bisschen nach rechts. И позволяем себе сформировать у себя в голове другую параллельную реальность. Und lassen in unserem Kopf eine andere Parallelwelt entstehen. Ну, например, может быть, там в 5 лет как-то вас какой-то мальчик там дернул за косичку, а вы представляете, что в 5 лет вас там все любили, на руках носили, поддерживали, мальчики дарили вам мороженое, конфеты. Und als Beispiel, wenn man dann sieht, irgendwie mit 5 Jahren wurde man als Mädel am Zopf gezogen und von den Jungs geärgert, ihr stellt euch eine parallele Realität vor, dass mit 5 Jahren euch alle Jungs gemocht haben, euch keiner geärgert hat, euch die Jungs vielleicht ein Eis geschenkt haben oder zum Eis eingeladen haben. Also wechselt, tauscht das durch positive Vorstellungen aus. Например, потом в 10 лет у вас там был какой-то негативный случай, а вы в этой параллельной линии создаете позитив, что там вас там любили, помогали, в школе там были хорошие отношения с мальчиками вместо конфликта, который был в той другой линии. Und zum Beispiel hattet ihr mit 10 Jahren auch irgendwie Konfliktsituation in der Schule dann mit den Jungs, wenn ihr eine Frau seid, ihr formt da wieder eine parallele Realität für euch, stellt euch vor, dass alle Jungs gut mit euch und nett umgegangen sind, alle nett zu euch waren. Таким образом вы простраиваете параллельную реальность, которая намного лучше той, которая была, ну, на самом деле. Deshalb bildet ihr für euch eine parallele Realität, die tatsächlich viel positiver und angenehmer war, als die wahrscheinlich, die ihr verlebt habt. Идя назад, ту старую реальность мы исцелили. Wenn wir zurückgehen, heilen wir praktisch die bestehende alte Realität. Идя вперед, мы формируем новую, как бы наполняем ее новыми силами, возможностями, энергиями. Und indem wir nach vorne gehen, füllen wir mit neuer Energie, mit neuen Möglichkeiten und Aspekten unsere Zeitlinie. И доходим до момента сейчас. Gehen wieder an den Moment hier und jetzt. И посылаем поток энергии вперед. Und schicken den Energiestrom nach vorne. И позволяем себе увидеть, представить свои хорошие гармоничные отношения. Und erlauben es uns, beziehungsweise lassen es zu, eine harmonische, gesunde Beziehung zu sehen für uns oder uns in dieser Beziehung auch wahrzunehmen. Поскольку мы исцелили какое-то негативное отношение к мужчинам, weil wir jetzt in diesem Beispiel eine negative Beziehung zu Männern geheilt haben, сформировали новые позитивные образы, formten wir auch neue positive Sinnbilder, то сейчас уже мы себе можем позволить фактически войти в новые отношения. Können wir es uns erlauben, in eine neue glückliche Beziehung zu gehen. И благодаря этому мы можем материализовать как бы новую ситуацию, когда действительно у вас отношения наладятся. Und dank dessen können wir eine neue Situation materialisieren, wenn tatsächlich eure Beziehung gesundet, beziehungsweise es zu einer neuen glücklichen Beziehung kommt. Эта практика может касаться не только отношений, она может касаться здоровья, она может касаться финансов. Diese Praktik muss sich nicht unbedingt um Beziehung drehen, sie kann sich um den gesundheitlichen Aspekt drehen, sie kann sich um den finanziellen Aspekt drehen. На самом деле ее надо долго проживать, она может занимать время от 15 минут, как бы там, до часа и больше, поэтому я даже не знаю, то есть, стоит ли ее сейчас делать. Normalerweise ist es eine längere Praxis, also man kann damit 15 Minuten beginnen, aber sich eine Stunde damit beschäftigen oder sogar mehr,
Deshalb gucken wir jetzt an, ob das überhaupt jetzt in den Rahmen reinpasst. Поэтому я надеюсь на то, что вы уже сами дома проработаете эту вещь. Deshalb hoffe ich, dass ihr das auch zu Hause dann selbstständig durchmachen werdet. Включите себе приятную музыку, чтобы у вас было там полчаса, час свободного времени, и глубоко проработаете эту практику, и она даст вам очень хороший результат. Macht euch dann eine angenehme Musik dabei, nehmt euch eine halbe Stunde, Stunde Zeit und macht tatsächlich in Ruhe diese Praxis durch. В процессе обучения вы будете делать одни и те же самые практики на протяжении недели, и поэтому благодаря этому они будут более качественно работать. Und dank dieses Format der Ausbildung habt ihr dann eine ganze Woche Zeit, die Praktiken einzuüben. Und das soll dann, auf Deutsch gesagt, besser sitzen, dass ihr dann auch besser, qualitativ besser und ordentlicher, wirkungsvoller diese Praktiken ausführen könnt und verwenden könnt für euch. На самом деле, как бы вот это то, что у нас идет вот это разбитие одного модуля на два месяца, я с самого начала как бы вот так вот делал, но потом меня попросили даже еще больше его расширять, там на три месяца, чтобы еще более детальней, еще более углубленно прорабатывать. Но это вы уже, если сами захотите, мы будем корректировать. Wir können das natürlich auch ein bisschen korrigieren, weil zwei Monate Zeit, das ist natürlich zum einen eine lange Zeit, zum anderen kommt man in solche Tiefen, dass man sagt, okay, man hat es noch nicht ausgeschöpft und man möchte noch mehr zu diesem Modul haben, so dass man sagt, man könnte vielleicht noch eine, zwei Wochen da dranhängen und praktisch aus den 8 Wochen vielleicht 10 oder 12 Wochen alleine das erste Modul erlernen, wenn das von der Gruppe gesamtheitlich gewünscht wird. Ну, как бы, если уже будет очень большое желание, я могу это как бы детально расписать, но вопрос в том, что, как показывает опыт, лучше, ну, как бы, живые изменения, потому что у вас могут возникать какие-то свои вопросы, на что-то надо обратить большее внимание. Поэтому, если оно гибкое, то оно лучше. Но мы можем, если хотите, можем очень жестко и твердо придерживаться. Das haben wir dann praktisch auch als Gruppe ein bisschen mit zu entscheiden. Wladimir kann ja mit uns sehr streng an dem Zeitplan arbeiten und sehr straff. Oder wir machen praktisch das ja auch ein bisschen individuell nach euren Wünschen auch, dass wir vielleicht irgendwas vertiefen, verlängern. Und wenn wir oder jemand aus der Gruppe noch irgendwo Zeit braucht oder besondere Interessen dann entwickelt für das eine oder andere Thema, kann man das dann natürlich auch ausführlicher behandeln und länger als wir nur ein Tag oder dann eine Woche lang. Занятия в дистанционной школе живой живоярги можно сравнить с занятиями в школе боевых искусств. Man kann das Lernen oder die Ausbildung in der Живоheilkunst und Живоярга Schule vielleicht sogar mit einer Kampfkunstschule vergleichen. Но спортсмен, у него есть некая базовая техника, которую он должен уметь. Ein Sportler hat zum Beispiel seine Basistechniken, die für ihn notwendig sind. Ну и, соответственно, какие-то соревнования, в которых он должен стать победителем. Aber auch Wettbewerb gehört dazu, wo er praktisch, speziell wenn es um Kampfkunst geht, auch Preise abräumen müsste oder Sieger werden müsste, also dass man sich praktisch vergleicht mit anderen. Точно так же у нас есть, опять же, базовые модули и есть те занятия, которые им соответствуют. So haben wir unsere Basismodule und die Übungen und die Lehreinheiten, die zu jedem Modul entsprechen. А победа должна быть в жизни. Это вы должны решить те вопросы, с которыми вы пришли. Und der Sieg müsste dann praktisch im Alltag sein. Also ihr müsstet die Fragen, Fragen lösen können, mit denen ihr in die Ausbildung gekommen seid. То есть, если это вопросы со здоровьем, стать более здоровым. Если со взаимоотношениями, наладить взаимоотношения, там, и увеличить поток финансов. То есть, решить те задачи, которые перед собой ставите. Also, wenn ihr dann gekommen seid, um die Gesundheit zu verbessern, dass ihr mit diesen Techniken eure Gesundheit verbessert, bei wem es um die Beziehung geht, die Beziehung verbessert, wer an seinem finanziellen Strom arbeitet, dass man praktisch den finanziellen Strom verbessert.
На прошлом нашем занятии я рассказывал о сферах жизни человека в соответствии с энергетическими центрами, чарами. И поэтому как бы всегда у всех людей обычно те или иные чары нуждаются в дополнительной проработке. Letztes Mal hat Vladimir uns ja gezeigt, welche Aspekte des Lebens mit welchem Energiezentrum zusammenhängen. Und das ist praktisch üblich, dass bei den Menschen abhängig vom Zustand des einen oder anderen Energiezentrums oder Chakra die einen oder anderen dann Probleme oder Beschwerden entstehen. На модуле B мы уделим больше внимания исцелению сознания. То есть мы начнем работать со своим сознанием, с мышлением. Beim B-Modul beginnen wir mit unserem Bewusstsein zu arbeiten, mit unserem Verstand. Ja. Мы поймем, каким образом устроено наше сознание. Wir werden lernen oder verstehen lernen, wie unser Bewusstsein beschaffen ist. И тут окажется, что, знаете, вот точно так же, как есть компьютер, у него есть программное обеспечение, что у человека есть его убеждения, и вот эти убеждения часто нас ограничивают и мешают нам достигнуть нужного. Und werde dabei auch verstehen, dass es auch so ähnlich wie bei einem Computer ist. Der Computer hat die Hardware und die Software, das Betriebssystem. Und bei jedem von uns gibt es auch sowas wie ein Betriebssystem. Das sind unsere Wertvorstellungen, unsere Weltanschauung und so weiter, die oft aber auch eingrenzend wirkt und eingrenzend aber auch auf unsere Realität sich auswirkt. Соответственно, мы научимся снимать негативные мысли и убеждения. Wir werden lernen, negative Einstellungen, negative negative Gedanken auflösen können. Поймем, каким образом формировать позитивные убеждения. Wir werden lernen, wie man sich ein positives Denken aneignet und anlernt. Кроме этого, здесь, на этом модуле, мы рассматриваем то, что у человека его структура сознания, она на самом деле состоит из многих частей. Und wir werden auch praktisch die Struktur des Bewusstseins erlernen und verstehen, dass unser Bewusstsein aus mehreren Systemen beziehungsweise aus einer vielfältigen Struktur sich zusammensetzt. То есть, несмотря на то, что у вас есть вот это ощущение «я», но у вас все равно есть некие части души, которые отвечают за те или иные сферы вашей жизни. Also, im Grunde genommen habt ihr das «Ich», ihr habt aber auch gewisse Strukturen im Bewusstsein, die für eure Aspekte des Lebens verantwortlich sind, weil wir ja die verschiedensten Rollen im Alltag übernehmen. Ну, например, вы можете не осознавать, что у вас есть некая часть души, которая отвечает за какое-то ваше поведение. Zum Beispiel, ihr erkennt es nicht gleich, dass ihr einen Aspekt an eurer Seele habt oder einen Aspekt in eurem Bewusstsein habt, welches für ein spezielles Verhalten eurerseits zuständig ist oder verantwortlich ist. Возьмем самый примитивный пример. Also das einfachste Beispiel hier dafür. Ну, например, может быть, кто-то из вас терял когда-то мобильный телефон или ключи от машины. Jemand hat von euch bestimmt schon mal ein Telefon verloren oder die Autoschlüssel. Если с вами такое происходило хотя бы один раз. Wenn es mit euch mindestens einmal passiert ist. Это означает, что в результате стресса у вас выработалась часть души. Das heißt, dass als Resultat dieser Stresssituation sich ein Teil in eurer Seele herausgearbeitet hat. Часть вашей личности. Ein Teil eurer Persönlichkeit. Которая проявляется тем, что когда вы перемещаетесь из одного помещения в другое, вы обычно проверяете, где ваш мобильный телефон или ключи от машины. So, dass ihr, wenn ihr euch vielleicht aus einem Raum in einen anderen begibt oder von einem Haus zum anderen begibt, ihr unbewusst nachschaut, ob ihr das Handy auch mit dabei habt oder den Autoschlüssel eingesteckt habt. Возможно, кому-то для этого пришлось потерять 2-3 телефона. Vielleicht musste jemand 2-3 Telefone verlieren, bevor er praktisch dieses ständige Überprüfen. Но ständige Überprüfen. Aber dieser Teil der Seele oder Teil der Persönlichkeit, der kristallisiert sich heraus. И поэтому, когда вы перемещаетесь в пространстве, вы всегда отслеживаете, где находится телефон или ключ. Deshalb, wenn ihr euch praktisch im Raum bewegt, schaut ihr immer nach, wo sich euer Telefon dabei befindet.
И даже когда вы забыли и не думаете о телефоне, но только собираетесь пойти куда-то, то у вас в какой-то момент происходит включение, и вы так, ага, где телефон? И проверяете. Okay. Und auch wenn ihr an das Telefon nicht denkt oder nicht gedacht habt und irgendwie aufbrechen möchtet, schaltet sich dieser Impuls an und ihr tastet euren Körper ab, ob das Telefon auch da ist. То есть, несмотря на то, что вы думали о чем-то другом, эта часть души включается и заставляет вас, скажем, менять поведение, вспомнить о нем, о телефоне. Wenn ihr zu diesem Augenblick auch an was ganz anderes gedacht habt, lässt dieser Teil der Seele automatisch praktisch diesen Impuls einschalten und diese Gedanken einschalten, dass ihr euch dran erinnert oder nachdenkt, wo sich gerade euer Telefon befindet. Таким образом, это не одна часть души, а таких частей души много. Одна часть может отвечать за ваше здоровье, одна часть души отвечает за ваш финансовый успех. Еще одна часть души отвечает, например, за то, чтобы вовремя куда-то приезжали. Das ist nur ein einfaches Beispiel, aber ihr müsst verstehen, dass ihr sehr, sehr viele Aspekte eurer Seele und eures Verhalten habt. Manches wird dann aktiv, um euch immer pünktlich irgendwo an, damit ihr pünktlich irgendwo ankommt. Andere Aspekte dieser Seele entscheiden oder treten in Kraft, wenn es ums Thema Gesundheit geht und praktisch, wenn es ein anderes Lebensaspekt ist, dann sind praktisch andere Teile dieser Seele dann aktiv. Эти части души, они в разных школах называются по-разному. Субличности, халдоны, части подсознания. Also, und diese Teile des Bewusstseins oder der Seele werden in verschiedenen Schulen, obwohl es dasselbe gemeint ist, unterschiedlich bezeichnet, Subpersönlichkeit oder Unterpersönlichkeit. Как еще вторая, третья было название? Халдоны. Субличности, hold, части подсознания. Oder hold-ons, oder Teile des Unterbewusstseins. И это связано с еще очень древним пониманием того, что, например, человек, когда испытывает боль, страх, он может терять часть души. Und das, es gibt eine ganz, ganz alte Verständnis darüber, dass wenn der Mensch irgendetwas empfindet oder eine Stresssituation, dass er sogar einen Teil seiner Seele verlieren kann dabei. Поэтому на протяжении 8 занятий мы будем изучать различные практики работы с этими частями души. Und deshalb werden wir beim B-Modul in diesen 8 Wochen die unterschiedlichsten Aspekte der eigenen Seele bzw. des Bewusstseins kennenlernen und über die einzelnen Teile sprechen. Потому что каждая часть души, она материализует какую-то часть вашей реальности. Weil jeder Teil eurer Seele materialisiert ein Teil eurer Realität. То есть, несмотря на то, что вам кажется, что ваша душа целостная, но она является как команда, она состоит из многих игроков. Und auch wenn ihr annimmt, eure Seele ist eine Einheit, besteht die Seele wie eine Mannschaft aus sehr vielen Spielern oder sehr vielen Aspekten ihrer eigenen Seele. Если мы этих игроков не согласуем друг с другом, то у нас получится как лебедь, рак и щука, то есть каждый в своем направлении, и мы тогда бессильны, мы не можем ничего достигнуть, мы чувствуем, что энергия уходит, и ничего не получается. Wenn diese einzelnen Spieler nicht aufeinander abgestimmt sind, ist es wie in einer russischen Fabel, vom Schwan, vom Krebs und vom Hecht, die praktisch jeder den Wagen in eine andere Richtung gezogen hat. Das hat zur Folge, dass ihr unnötig Lebensenergie verliert und Schwierigkeiten habt, dann die Ziele zu erreichen. Третий модуль, он будет посвящен практике материализации. Das dritte Modul beschäftigt sich mit den Praktiken der Realisation und zwar noch etwas mehr vertieft. Мы будем использовать все то, что мы узнали на первом модуле и на втором. Ihr werdet alles использовать, а wir werden alles verwenden, was wir beim ersten und beim zweiten Modul kennengelernt haben. И соединим это воедино. Werden das vereinigen. То есть работу с энергией и сознанием. Also die Arbeit mit der Energie, erster Modul, Arbeit mit dem Bewusstsein, zweites Modul. Для достижения большего успеха в своей жизни. Um praktisch mit dem dritten Modul dann mehr Erfolg im Leben zu erreichen. Поэтому у нас будет, ну, такое более широкое восприятие
жизни себя, вы будете чувствовать себя более полными, наполненными жизнью. Deshalb werdet ihr euch selbst, euer Leben ganz anders wahrnehmen. Ihr werdet so ein gewisses aufgefüllt mit Energien feststellen an euch. И тут, что хочется сказать, что происходит как бы эффект накопления. Это точно так же, как в спорте. Когда человек, например, делает физические упражнения, у него фигура становится все более стройная, все более красивая. Точно так же и с практиками. Делая практику за практикой каждый день, мы становимся более успешными, более целостными, более гармоничными. Und ähnlich ist es wie bei einem Sportler, der praktisch den Körper Tag für Tag trainiert, für viele Monate lang der Körper verändert sich. Und hat dann praktisch ein entsprechendes Erscheinungsbild. Bei den spirituellen Praktiken wie hier ist es so, dass man auch Praxis für Praxis sich diese Eigenschaften antrainiert, die Fähigkeiten antrainiert und es letztendlich dann jedes Mal effektiver und effektiver wird, wenn man etwas meditiert oder praktiziert. Ну, я думаю, как бы достаточно как бы для некого обзора, что мы будем okay. делать. Das denkt Wladimir ist jetzt erstmal ausreichend für euch, um euch einen Überblick zu verschaffen, was wir die nächsten Wochen alles machen werden zusammen. Если у вас есть какие-то вопросы прямо сейчас, может быть, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием отвечу. Habt ihr Fragen jetzt? Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Здесь в чате у нас вопрос, а вот практика, когда по временной линии ну, человек ходит. Uh-huh. Так. И когда он сделал шаг назад, у него какой-то импульс появился, что он как будто крутится или как бы по спирали вниз двигается, вместо того, чтобы отойти в сторону. Что-то я делаю неправильно, вопрос. Объясни, что можно не просто по линии, которая касается сегодняшней жизни, эту практику можно использовать в том числе и для того, чтобы видеть прошлую жизнь. Also diese Praxis mit der Zeitlinie, also die Frage von Marco im Chat, ist anzumerken, man kann die dazu verwenden, um praktisch nicht nur in dieses jetzige Leben zu treten und hier eine Heilung zu erfahren, sondern sich auch mit den früheren Leben zu verbinden und dort eine Heilwirkung ja, durchzuführen. В том числе можно видеть те уровни, когда были на уровне камня, растения, животного. Unter anderem kann man sogar diese Leben erkennen, wo die eigene Seele noch praktisch im Reich der Mineralien oder Pflanzen oder Tiere gewesen ist. На начальных этапах я все-таки рекомендую удерживать концентрацию именно на этой реальности, на этой жизни. In den Anfangsstadium empfiehlt Wladimir nichtsdestotrotz die Konzentration auf diesem jetzigen Leben beizubehalten. Это подобно тому, знаете, вот если бы мы летели на дельтаплане и ветер нас то влево хочет, то вправо, а мы вот прямо держим, чтобы вот прямо лететь. Also das wäre so, wenn man praktisch mit einem ja, Segelflug unterwegs ist und der Wind möchte uns nach links oder nach rechts wegdriften lassen. Ihr behält aber die Mittellinie und konzentriert euch praktisch entlang der Mittellinie auf das jetzige Leben, auf die jetzige Information. Мы можем просто в этот вихрь послать поток живы, то есть исцеляя, но туда не углубляясь, а потом вернуться к тому, чем мы заняты конкретно. В тот вихрь, если куда-то утягивает. Да, ну, не утягиваться, а просто послать туда поток живы, исцелить ситуацию, но не ныряя туда. Wenn es euch irgendwie reindreht oder wegdreht aus dieser zentralen Linie, könnt ihr dort einen Jiva-Strom, die Jiva-Energie schicken, um die Situation vielleicht zu heilen, aber lasst euch nicht abdriften dort oder in irgendwelche dann Spiralen hineinbewegen. Сначала мы твердо учимся управлять своим сознанием, а потом можем путешествовать, где хотим. Zuerst müssen wir konkret lernen, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Konzentration zu arbeiten und erst danach auf höheren Stufen können wir uns praktisch auch in andere Gefilde bewegen. Потому что бывает так, что многие люди, которые начинают увлекаться медитативными практиками, но не имеют хорошей школы, как бы у них сознание может рассыпаться, и поэтому они, ну, как говорится, могут метаться по разных реальностях и
быть здесь в этой жизни неэффективным. Das ist ja auch so, wenn man in eine Schule geht, die nicht so ordentlich arbeitet, kann man in der Meditation sich zu sehr irgendwie verspielen und hin und her wechseln und so weiter. Aber es ist halt sehr wichtig, dass die Schule eine gute und ordentliche Konzentration auch lehrt, dass man sein Ziel erreicht und auf seinem Ziel auch konzentriert bleibt. Ansonsten, wie gesagt, fällt man in unterschiedliche Welten in der Meditation, ist aber letztendlich nicht effektiv und auch nicht effektiv im Hier und Jetzt in seinem Alltag dadurch. Наша задача, чтобы мы взяли под контроль свое тело, свои эмоции, свой логический ум. Die Aufgabe besteht bei uns auch darin, dass wir unseren Körper unter Kontrolle bekommen, unseren logischen Verstand und unsere Emotionen. Потому что иногда наши эмоции или наш логический ум, он может как вздыбленные лошади куда-то скакать, и мы не получаем тех целей, которые нам нужны. Weil oft kann unser Verstand praktisch wie ein wildes Pferd ausbrechen oder durchbrechen und unkontrolliert uns in irgendwelche, sage ich mal, Sachen oder Zustände führen, die jetzt nicht vonnöten sind oder die uns eigentlich vom Ziel ablenken. Еще вопросы? Okay. Благодарит за ответ. Ну, вопрос может озвучить, который я тебе задавал. Сейчас этой участницы нету, но я думаю, другим может тоже быть полезно послушать, если вот человек состоит, ну, неважно, это может целитель, может, это просто какой-то знакомый, от которого трудно как-то отвязаться или выйти из поля его влияния, чтобы как бы, ну, выйти из... поле манипуляции, вот такое что-то. Или от зависимости, вот из зависимости от других выйти. Переведи людям, чтобы они понимали. Okay. Es ist mir eine Frage geschickt worden von einer Frau, die auch irgendwo einen Heiler aufsucht oder eine Heilerin, kommt aber nicht mehr von ihr los. Also sie fühlt sich irgendwie von der manipuliert oder in einer gewissen Abhängigkeit. Und wenn sie zu eine Behandlung geht, dann geht es ihr eine Zeit lang gut, aber wenn sie dann nicht hingeht, geht es ihr noch schlechter wie davor. Und wie gesagt, sie fühlt sich von dieser Heilerin oder anderen Frau irgendwie manipuliert, kommt aber nicht aus dieser Verbindung heraus, also alleine, was man in solchen Fällen machen könnte. Давайте поймем, что есть три уровня: Дух, Душа и Тело. Also lasst uns erstmal verstehen, dass es drei Ebenen gibt: der Geist, die Seele und der Körper. И если наша душа соединяется с Божественным Духом внутри себя, und wenn unsere Seele sich mit dem göttlichen Geist in unserem Inneren verbindet, то мы владеем Божественной силой. Erlangen wir göttliche Fähigkeiten oder göttliche Kräfte. То есть на уровне Духа мы все единое живое существо. Auf der Ebene des Geistes sind wir ein ja einzelnes praktisch großes Lebewesen. Поэтому если мы притянули в свою жизнь такого человека, который нами манипулирует, deshalb wenn wir einen Menschen in unser Leben ziehen, der uns oder mit uns manipuliert oder uns manipuliert, это означает, что наша душа говорит нам, что мы должны научиться самостоятельности. Das heißt, dass unsere Seele uns damit sagen möchte, dass wir Selbstständigkeit erlernen müssen. И поэтому для того, чтобы научиться самостоятельности, мы будем терять деньги, мы будем чувствовать себя униженными, слабыми до тех пор, пока мы не обретем внутреннюю силу. Deshalb werden wir, bis wir das erlernt haben, Geld verlieren, Energie verlieren, Gesundheit verlieren. Das möchte uns alles lernen, selbstständig zu sein und zu wirken. Diese ganzen Situationen und Menschen. Сила у нас получается, или мы ее получаем повышением вибрации, то есть соединяясь с Божественным Духом внутри себя. Mehr Kraft erlangen wir, indem wir unsere Vibrationen erhöhen, indem wir praktisch uns in unserem Inneren mit unserer göttlichen Mitte oder mit unserem göttlichen Kern verbinden. Поэтому я тогда порекомендую такую практику, которая зарекомендовала себя очень хорошо. Deshalb empfehle ich folgende Praxis oder Praktik, die sich in diesem Fall oder in solchen Fällen sehr gut bewährt hat. Сначала я ее расскажу, Zuerst werde ich euch die Praktik beschreiben und erklären. Ihr könnt sie im Nachhinein probieren, selbstständig da zu Hause durchzuführen.
есть некая реальность, как бы наша материальная реальность, в которой мы находимся как тело. Es gibt hier eine gewisse Realität, in dem wir uns mit unserem grobstofflichen Körper befinden. Мы переходим в практике жизни, это называется священное солнечно-магическое пространство. Und in der Praxis der Jiva bedeutet, dass wir gehen über in ein heiligen, священное, солнечное, магическое пространство, да? In einen heiligen, sonnenartigen, magischen Raum. Обычно мы переходим туда через знак Бережа. Normalerweise gehen wir mittels dieses Zeichens in diesen Raum, also dieser göttliche, sonnenartige, magische Raum. Но можно себе просто представить некие золотые двери, через которые мы туда вошли. Man kann sich aber vereinfacht nur eine goldene Tür vorstellen und diese, durch diese goldene Tür treten wir in diesen Raum hinein. Находясь в этом священном солнечном магическом пространстве, мы призываем душу того человека, который нами манипулирует. Und indem wir uns in diesem heiligen, sonnenartigen, magischen Raum befinden, rufen wir die Seele des Menschen auf, der uns manipuliert. И когда она приходит, мы отмечаем и духовно-энергетически можем видеть, где между нами и этим человеком есть какая-то энергетическая связь. Und wenn diese Seele dann da ist, dann können wir das scannen bzw. feststellen, auf welcher Ebene oder wo sich eine Verbindung befindet zwischen uns und dieser Seele oder diesem Menschen. Призывая поток живы или просто обращаясь к Всевышнему, мы можем наполниться бело-золотым божественным светом. Wir rufen den Jiva-Strom oder vereinfacht wenden wir uns einfach an den Schöpfer, damit uns mit dem golden-weißen Licht auffüllt. И поставить руку на вот эту привязку, на вот эту вот связь и представить, что прямо сейчас мы ее можем разрубить. Und setzen die Hand praktisch auf diese Verbindung oder auf diese Stelle und stellen uns vor, dass wir gerade jetzt diese Verbindung durchschneiden können. Но перед тем, как мы ее разрубим, aber bevor wir diese Verbindung zerteilen oder zerschneiden, мы должны себе честно признаться, а почему нам выгодно играть в игру, что нами кто-то манипулирует. Müssen wir uns im Klaren sein und uns eingestehen, warum es für uns günstig war, uns so zu verhalten, dass jemand anders mit uns manipuliert. То есть, и мы должны себе честно признаться, что благодаря этому мы получаем. Und wir müssen uns ehrlich eingestehen, was wir dank dieser Manipulation alles bekommen haben. Ну, например, это от меня не зависит. Вот, например, мне мой целитель вот так сказал делать, я вот делала. А если он не сказал, то я не знаю, что делать. Weil zum Beispiel sagt dann diejenige Person, okay, das war mein Heiler, der hat mir das so angeordnet, dass ich mich so verhalte und dann habe ich mich so verhalten. Und wenn mir nichts anordnet, dann weiß ich überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. То есть надо честно признаться, что вы перекладываете ответственность за свою жизнь на этого человека. Он ее muss sich ehrlich eingestehen, dass man in diesem Moment die Verantwortung für das eigene Leben auf den anderen Menschen überträgt. Если у вас есть какой-то страх, вы должны честно себе признаться, что вы чувствуете какую-то защиту от этого человека. Und wenn Sie irgendeine Angst verspüren im Leben, müsst ihr euch eingestehen, dass ihr womöglich in Schutz bei diesem Menschen dann sucht oder habt, der euch manipuliert. И если вы глубже пойдете в себя, то вы можете еще найти, там, может быть, вам нравится находиться в таких каких-то отношениях. Und wenn Sie noch tiefer in sich hineingehen, werden Sie vielleicht feststellen, dass es euch sogar gefällt, sich in so einer Beziehung zu verbinden, wo jemand anders euch manipuliert. И вот когда вы поняли все то, что вы получали от этого человека, und wenn ihr verstanden habt, was ihr alles von diesem anderen Menschen erhalten habt, мы разворачиваемся на 90 градусов. Drehen wir uns um 90 Grad. И формируем своего двойника. Und formen unsere energetische Kopie oder so unser Abbild. Который владеет теми качествами, которые мы получали от этого другого человека. Und unsere Kopie hat bereits alle diese Eigenschaften, die ihr vorher von dieser Person bekommen habt. Силой, уверенностью, Kraft, Selbstbewusstsein, irgendwo auch eine Sicherheit, genug Energie, genug Kraft.
То есть мы создали для себя такого своего двойника, который владеет нужными нам качествами. Wir haben unser Doppelbild geschaffen praktisch und unser Doppelbild hat bereits alle diese Eigenschaften, die wir von dem Gegenüber bekommen haben. Когда мы оборачиваемся к этому человеку, к его душе, с которым мы энергетически связаны, dann drehen wir uns wieder zurück zu dem Menschen zu seiner Seele, also zu dem Menschen, mit dem wir verbunden sind. Опять наполняемся бело-золотым божественным светом или потоком живы. Füllen uns wieder mit dem golden-weißen Licht beziehungsweise mit dem Jiva-Strom. И как мечом разрубаем эту энергетическую связь. Und wie mit einem Schwert zerschneiden wir diese energetische Verbindung. Потом мы оборачиваемся к самому себе, к своему двойнику и делаем точно такую же связь, но уже со своим двойником. Dann drehen wir uns zu unserer Kopie oder zu unserem Doppelbild und machen diese Verbindung praktisch mit uns selbst statt mit dieser anderen Seele. И представляем, что этот двойник нас энергетически защищает, помогает, поддерживает, дает нам все то, что давал этот человек. Und stellen uns vor, dass unser Doppelbild, unsere Kopie uns alle diese Fähigkeiten und Eigenschaften gibt und uns diese Kraft gibt. Das, was uns früher oder davor diese andere Seele gegeben hat. Потом мы оборачиваемся к этому человеку, к душе того человека, с которым мы были раньше связаны. Dann drehen wir uns wieder zu dem Menschen, mit dem wir davor verbunden waren. И создаем ему такого же двойника, двойника его. Und lassen auch von ihm praktisch so ein Doppelbild entstehen, eine Kopie. Который дает ему те качества, которые мы ему давали. Welches, also dieses Doppelbild des anderen Menschen gibt ihm die Eigenschaften oder die Aspekte, die wir ihm früher gegeben haben, die er von uns bekommen hat. И точно так же видим, что он связан теперь со своим двойником, как мы раньше были связаны с ним. Und wir sehen, dass diese Person jetzt mit dem eigenen Abbild verbunden ist, wie diese Person früher mit uns direkt verbunden war. Дальше представляем себя в бело-золотом шаре и его в бело-золотом шаре. Und wir stellen uns im Weiteren uns mit unserem Doppelbild in diesem golden-weißen Licht vor oder in einer golden-weißen Kugel und dieses Gegenüber ihn mit seinem Doppelbild in einer anderen golden-weißen Kugel. И мы ему говорим, у тебя свой мир, у меня свой мир. Und wir sagen zu dieser Person oder zu dieser Seele, du hast deine eigene Welt und ich habe meine eigene Welt. Пусть будет мир между нами. Soll Frieden zwischen uns sein. Если вы уже никогда не собираетесь встречаться с этим человеком, то эти два шарика раскачиваются в разные стороны. Und wenn ihr diesen Menschen nie wieder treffen möchtet oder beabsichtigt, driften diese zwei Lichtkugeln auseinander. Если вы еще собираетесь встречаться с этим человеком, но уже теперь действовать на равных, то эти два шарика могут катиться параллельно. Wenn ihr diesen Menschen aber wieder treffen möchtet oder das auch beabsichtigt ist, können diese zwei Kugeln parallel zueinander mit gleicher Kraft sich fortbewegen. То есть, ну, как бы чисто физически это как выглядит? Вошли в поток дживы или открыли свою дживу, сформировали перед собой портал, сделали шаг в него. Physisch wird es so aussehen, sie aktivieren den Jiva-Strom in sich oder die Herzensenergie, öffnen dieses Portal, treten mit einem Schritt in dieses Portal hinein, призвали душу другого человека, rufen die Seele des anderen Menschen auf, увидели, где между вами находится энергетическая связь, присоска какая-то, sieht, wo zwischen euch die Verbindung steht, irgendwie was wie so ein Saugnapf oder Energiekanal. Может, это прям как цепь, может быть, как какой-то трос, а может быть, как действительно присоска. Как у меня. Es kann sich vielleicht wie so ein Seil anfühlen oder wie eine Kette oder, wie gesagt, wie so ein Saugnapf. Призвали поток живы, почувствовали, что можем обрубить это. Ruft den Jiva-Strom auf, spürt, dass ihr tatsächlich das kappen könnt oder durchschneiden könnt, diesen Energiekanal. Осознали, для чего это все надо было, что вы благодаря этому учились. Werdet euch bewusst, was ihr erkennen hättet sollen durch diese Beziehung, vielleicht durch diese Manipulation, was hat es euch gebracht, was hat es dem anderen gebracht? Развернулись на 90 градусов, сделали себе двойника.
um 90 Grad umdrehen, ein Doppelbild von sich erzeugen. Повернулись к этому, разрубили эту связь. Dreht euch wieder zu dieser Seele um, schneidet mit einem Schwert diese Verbindung durch. Повернулись к своему двойнику, и там, где у вас была связь между вами и этим человеком, соединились со своим двойником точно так же. Ihr dreht euch wieder zu eurem Doppelbild um und verbindet an diesem selben Punkt euch mit euch selbst praktisch, mit eurer Kopie. Увидели свое новое поведение. Sieht euer neues Verhalten. После этого опять повернулись к этому человеку. Dreht euch wieder zu diesem Menschen um. Создали ему двойника. Schafft für ihn ein Doppelbild. Тоже соединили его с этим двойником. Eine Kopie, verbindet ihn mit seiner eigenen Kopie. Представили себя в шаре и его в шаре. Sie stellen sich vor in einer golden-weißen Kugel, ihn vor in einer anderen golden-weißen Kugel. Ощутили, что ваши пространства не пересекаются. Spürt, dass eure Räume, praktisch eure Kugeln sich nicht schneiden gegenseitig, sich nicht berühren. И сказали, у тебя свой мир, у меня свой мир, пусть будет мир между нами. Und sagt, ich habe meine eigene Welt, du hast deine eigene Welt, soll Frieden zwischen uns bleiben. И в зависимости уже от того, собираемся встречаться или нет, если собираемся параллельно катятся этих два шарика, если не собираемся встречаться, они раскатываются по сторонам. Und dann überlegt ihr euch, möchtet ihr oder werdet ihr diesen Menschen wieder treffen? Wenn nein, rollen diese Kugeln friedlich auseinander, wenn ja, rollen die parallel, ohne sich im Weiteren zu berühren. Ну и после этого поблагодарили живо. Und danach die живо danken. После этого в реальности уже намного легче взаимодействовать с этим человеком, и вы можете уже себя чувствовать независимым, более сильным, более гармоничным. Danach wird es tatsächlich leichter mit diesem Mensch interzuagieren, dann im Alltag, ihr werdet euch unabhängiger fühlen, stärker fühlen. Ну, на самом деле, как бы, есть много разных практик, которые могут нам в этом помочь, вот это одна из них. Tatsächlich gibt es sehr viele Praktiken. Das ist eine der Praktiken, die uns in solchen Situationen helfen kann. То есть вы должны понимать, что любые, какие бы ни были у вас жизненные задачи, то есть уже сотни, тысячи людей с похожим сталкивались. И поэтому есть практики и способы использования живы для решения любого вашего вопроса. Und ihr müsst auch verstehen, egal welche Frage ihr habt, hunderttausende Menschen hatten vielleicht auch zuvor dieselbe Frage in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten und so weiter. Und die Techniken des Jiva-Heil-Systems können euch letztendlich helfen. Vieles ist bereits bewährt über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und das kann man tatsächlich sehr gut anwenden. Вот чем как раз хороша дистанционная школа, что вот прям как вот спортсмена, да, тренер тренирует спортсмена, чтобы этот спортсмен достиг результата. Und so eine Distanzionsschule beziehungsweise ein Online-Unterricht im Online-Modus ist tatsächlich so sehr ähnlich wie ein Trainer einen Sportler trainiert. Also der Trainer ist auf der einen Seite, der oder die Sportler sind auf der anderen Seite und sie haben tatsächlich sehr viel Möglichkeit zum Üben. Если спортсмен честно тренируется, то результат обязательно будет достигнут. Und wenn der Sportler ehrlich trainiert, wird das Resultat nicht auf sich warten lassen. Но ваш результат это будет здоровье, успех, хорошие отношения и всего те цели, которые перед собой ставите. Und euer Resultat wird ja sein Gesundheit, eine glückliche Beziehung und materieller Wohlstand. В конечном итоге вы сами обучаетесь практиками. И вы уже можете самостоятельно поддерживать как бы своими знаниями свою жизнь, уже чувствуя себя более развитым человеком. Letztendlich werdet ihr auch selber die Praktiken beibringen und einüben, dass sie euch qualitativ gut im Leben, in verschiedenen Lebenssituationen helfen können. Здесь еще вопрос. Можно делать как бы предпочтение или приоритет на финансовый поток? Например, что она чувствует или думает, что ее денежный поток как-то скачивается или куда-то вот уходит. Все практики универсальные. Alle Praktiken sind universell, jetzt zur Frage vom Geldfluss. И эту практику точно так же можно использовать по отношению к другому человеку или даже ситуации или организации, когда нам кажется, что из нас
скачивает финансовый поток. То есть вот последнюю, которую ты объяснил. Да, 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 да. Auch diese Praktik, die Wladimir jetzt als letztes gezeigt und erklärt hat, kann man nicht nur zu einem Menschen anwenden, sondern auch im Falle eines angenommenen abgesaugten Geldflusses, ein System praktisch, ein Unternehmen oder sonstige Gesellschaften, man kann das, diese universelle Praktik auch dafür verwenden, wenn man sagt, irgendwie wird einem der Geldfluss gestört oder von jemandem abgezogen, kann man dieselbe Praktik auch dafür verwenden. Das mit dem Durchschneiden. Also wir fühlen jetzt angenommen als Beispiel, dass uns ständig etwas genommen wird. А бывает так, что мы чувствуем, что мы не можем достигнуть большего, что, ну, как ощущение, как потолок, и мы не можем подняться, что оно нас ограничивает. Und in anderem Fall ist es so, dass wir irgendwie so eine Grenze spüren, dass wir irgendwo an der Decke anstehen, wir möchten höher hinaus oder wir möchten breiter, aber das geht nicht, dass die Grenzen uns oder es nicht zulassen. И тут принцип такой, что сначала вы должны быть внутри изобильны, только тогда внешне вы можете быть изобильны. Und das Prinzip ist so, ihr müsst im Inneren diesen Wohlstand für euch herbeischaffen und diesen Zustand für euch herbeischaffen, dann kann er sich auch im Äußeren einstellen. И тогда вот эту первую практику, когда мы исцеление прошлого, можно вот эту первую, которую я рассказывал, использовать для расширения возможностей, чтобы раскрыть. Und diese erste Praxis, die Wladimir heute erklärt hat, das mit dieser Zeitlinie, könnt ihr ebenfalls dazu verwenden, um materiellen Wohlstand herbeizuschaffen oder eure materielle Situation zu heilen, euch praktisch zu vergrößern, zu verbreitern im Geldfluss. Ну, как бы я рассказал в общем практике, там на наших закрытых занятиях буду более детально их рассказывать. Das war auch etwas allgemein gehalten bei den bei der Ausbildung dann wird er natürlich auch spezifischer oder spezieller auf solche Aspekte eingehen. Когда мы можем соединять одну практику с другой, у нас получается еще более сильный результат. Und wenn wir praktisch eine Praktik mit einer anderen gleichzeitig verbinden können, ist das Resultat dann auch ein stärkeres. Это как в йоге, там одна асана, она хороша, но когда есть комплекс, он раскрывает более шире, дает большую силу. So wie im Yoga ein Asana mag gut sein, aber wenn man das im Komplex praktiziert und einen Ablauf von Asanas praktiziert, ist die Wirkung dann natürlich eine ganz andere. Хорошо. Есть ли еще какие-либо вопросы? Okay, weitere Fragen? Ja, ich habe immer Frage, jedes Mal. Diese Technik mit diesem Doppelgänger und so, kann man das auch mit ehemaligen Institutionen machen, also Arbeitsstellen oder so? Oder? Да, вот эта практика с двойником, можно ли ей пользоваться и ставить какие-то институции или там бывшего работодателя? Да, да. Danke. Okay. Ну, если вопросов нет, тогда будем на сегодня тогда заканчивать. У нас сегодня ограничено, ну, как бы, не делаем полных два часа. Окей. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werden wir auch... Ich hätte noch eine. Okay, gut. Also, vor zwei Wochen haben wir, glaube ich, diese erste Meditation gemacht, wo wir an den Rand des Universums gereist sind, ja. Und... dabei ist mir ehrlich gesagt total schwindelig geworden. Also ich habe das körperlich dann auf einmal gemerkt und ja, da wollte ich irgendwie nochmal fragen, wie das zusammenhängen kann, dass ich das auf einmal ja so gespürt habe. Da war irgendwie etwas, ja. Две недели назад, когда мы делали практику на расширение сознания, то есть становились такие большие, как космос, ну или как бы шли на грань космоса, ей как-то было, ну, не совсем хорошо, может, или было, ну, как-то, ну, голова кружилась или тошнило, что-то вот такие какие-то ощущения были. После этого? Как это можно прокомментировать? Währenddessen oder danach? Или вовремя, после этого или вовремя этого? Lydia, dein Mikro ist aus. Ja, 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 jetzt habe ich es auch gemerkt. Nee, währenddessen ist das passiert. Also, wir, haben,
Es war alles gut und dann, ich glaube, wir waren dann wirklich am Rande des Universums und dann war so, oh. Ну, было все нормально, это прям пока практика, то есть не после, а во время практики, когда максимальное пошло расширение уже до уровня такого космического, что чуть-чуть ее подташнивать начинало. Это хорошо, то есть во время, когда вот спортсмен тренируется, у него мышцы начинают болеть. И вот то же самое человек, когда он работает с духовной практикой, у него происходит как бы расширение его восприятия, и вот во время его расширения восприятия иногда бывает так, что он как бы чуть-чуть утратил концентрацию, его повело. Но это как раз и означает, что он вышел за грань, то есть он стал сильнее, он стал лучше. Also, er meint, das ist sogar gut, so dass man das wahrnimmt oder dass es einem so geht, das ist, wenn Sportler, wenn er mehr Gewichte drauf legt, dann ist ihm auch vielleicht nicht ganz wohl am Anfang oder beim ersten Mal. Das bedeutet aber auch, dass es tatsächlich geklappt hat bei dir, das Bewusstsein zu erweitern oder sich praktisch anderen Energien anzuschließen. Das ist aber für den Körper noch nicht so ganz gewohnt, wie man praktisch bei schwachen Muskeln noch sowas wie ein Muskelkater oder so eine Reaktion da drauf hat. Aber letztendlich bedeutet das, dass man den Schritt weitergegangen ist, also dass es auch funktioniert hat auf energetischer Ebene und nicht nur auf der irgendwie nicht nur auf der Ebene der Vorstellung oder des reinen Verstandes. Это означает, что все работает. Das heißt, dass alles funktioniert, dass die Energie fließt und größer oder mehr wird. Плохо, когда ты медитируешь, и тебе как ничего не происходит. Ну, сижу, и ничего не происходит. Schlechter wäre es, wenn man sitzt und meditiert und nichts passiert und man sich praktisch immer gleich fühlt. Das war was Neues, das ist auch gut. Der Körper muss sich nur daran gewöhnen, an diesen neuen Zustand und an die zusätzliche Energie. Ja, danke schön. Also es ist mir noch nie passiert. Es war nicht das erste Mal, dass ich meditiert habe. Und zwar, also in dem Moment, dass mir schlecht wurde, war das erste Mal. Ja, okay, danke. У нее даже первый раз было, потому что она так еще не медитировала или вообще еще не медитировала. И первый раз, поэтому такое ощущение, поэтому она спрашивает. Все работает, все отлично. Alles gut. Еще вопрос записал. Да. Твое мнение по поводу голодания, то есть как бы это работает в комбинации с живо или с какими-то живо-техниками? Очень прекрасно работает. Also das Fasten arbeitet oder funktioniert sehr gut in der Kombination mit den живо. То есть практикуя живо-яргу как образ жизни, у нас есть понятие о регулярном голодании. Wenn wir praktisch das Jiva-Yarga praktizieren, auch als eine Lebensart praktizieren, gibt es dort regelmäßiges Fasten, also im Programm oder praktisch in dieser Lebensanschauung. Когда делается длительное голодание, то можно наполнять себя энергией. Wenn man längeres Fasten praktiziert, kann man sich zusätzlich mit dieser Energie aufladen. Ну вот этим летом как бы я голодал 25 дней, то есть 5 дней в сухую и 20 дней на воде. Und mit Hilfe dieser Techniken hatte Wladimir 21 Tage gefastet, also 5 Tage davon ohne Wasser und dann praktisch die anderen Tage mit Wasser. Ну, и относительно считается, что хороший результат, то есть если человек идет путем просветления и он хочет достигнуть высоты, это означает, что хотя бы раз в жизни он должен проголодать 40 дней на воде. Und das gilt praktisch auch auf dem Weg der Erleuchtung oder auf dem Weg der Selbstverwirklichung, der spirituellen Realisation, sollte der Praktiker zumindest einmal im Leben 40 oder 41 Tage Wasserfasten durchführen. Мой учитель не брал учеников, если он не может проголодать 40 дней на воде. Also der Lehrer von Wladimir hat keinen Schüler aufgenommen, der keine 40 Tage Wasserfasten aushalten würde. Also praktisch nichts essen und Wasser trinken. И вот когда мы голодаем, мы входим в поток живы, мы наполняемся энергией, и благодаря этому мы питаем энергией. Wenn wir fasten, können wir oder sollten wir in den Shiva-Strom hineingehen oder uns dem Shiva-Strom anschließen. Und dann praktisch zusätzliche Energie dann bekommen während des Fastens. И соответственно,
когда мы наполняемся энергией, как бы нам, как бы мы легче медитируем, легче общаемся с божественным миром, у нас более широта восприятия, больше осознанность, поэтому очень хорошо соединять голодание и работу живы. Also und wenn wir zusätzlich diese göttliche Energie auftanken oder uns dieser Energie anschließen, können wir mehr Richtung Erleuchtung gehen, beziehungsweise auch bessere, sage ich mal, auch Resultate daraus ziehen. Aber das lässt sich tatsächlich sehr harmonisch und sehr gut miteinander verbinden. Во время глубокого голодания, как бы человек отрешается от такого материального восприятия, его восприятие утончается, и он может воспринимать более глубоко себя, свой духовный путь. Und вообще, während des Fastens kann der Mensch sehr gut sein materielles Denken oder die materielle Welt abstreifen für diese Zeit und sich sehr gut dem spirituellen oder dem göttlichen nicht nur widmen, sondern sich mit den spirituellen Kräften sehr gut verbinden und praktisch viele Aspekte des Lebens aus einer ganz anderen göttlichen Perspektive betrachten. Там еще какие-то вопросы есть? No. Можно ли с вот этой техникой, когда человек проходит в священное золотое пространство, рассосать какую-то карму? Карму с каким-то другим человеком. Конечно, то есть мы будем это делать эти практики. Das mit dem Karma natürlich, also wir werden auch das praktizieren dann die nächsten Wochen. Dass man nicht nur Situation Karma auch damit auflöst. Но есть вопрос, как справиться одному, чтобы вот 40 дней голодать? Я голодал 42 дня. Вопрос конкретно, как самому здесь справиться с этими 40 днями? А что имеется в виду? Что имеется в виду справиться? Это надо на спадающую луну почистить кишечник и, скажем так, войти в голодание, просто принять твердое решение, и можно, как бы, конечно, при поддержке там, как бы, мысленной кого-то или просто самому. И вот этих 40 дней на воде спокойно пробыть. На воде это не трудно. Also, Wladimir meint, man sollte bei einem abnehmenden Mond erstmal eine Darmreinigung durchführen und dann kann man schon dieses Fasten angehen, auch alleine. Man kann sich natürlich auf jemanden konzentrieren oder meditieren, auf einen Lehrer oder auf seinen geistigen Mentor. Aber tatsächlich, wenn man Wasser trinkt in diesen 40 Tagen, das ist nicht so schwer, wie man es meinen würde. Это тоже тренировка. Сначала, например, один день человек голодает, потом три дня голодает. Das ist ja auch alles Training. Man beginnt mit einem Tag und dann beim nächsten Tag da tut man vielleicht drei Tage fasten, dann eine Woche. Das sollte man immer steigern, wie ein Übungs- oder Trainingsprogramm. Потом 21 и потом выходит на 40 дней. Und dann 21 Tage und dann früher oder später kann man die 40 Tage angehen oder 41 Tage angehen. Тяжелее голодать на сухую. То есть, например, вот на сухую там 10-11 дней продержаться, это тяжелее, чем продержаться на воде 40. Es ist viel schwieriger, trocken zu fasten. Zum Beispiel 10-11 Tage trocken zu fasten ist viel, viel schwieriger als 40 Tage Wasserfasten. Еще вопрос, можно ли это сравнить с питанием, светом, когда человек так долго в голодании находится? Конечно, так это же и есть. То есть пранапитание или питание светом – это же питание энергии. То есть в потенциале человек может прийти к этому состоянию, если он хочет. Но, обаче, это уровень святых. То есть это если человек уже не будет заниматься материальной деятельностью, то можно перейти на питание живо, если сильно захотеть. Das ist natürlich mit der Lichtnahrung gleichzusetzen, beim Fasten, weil man nach und nach praktisch schon auf diese Ebene übergeht und jeder Mensch trägt in sich, das ist das Potenzial, sich nur von Lichtnahrung zu ernähren, beziehungsweise sich nur von der Shiva-Energie zu ernähren. Er müsste tatsächlich aber alle seine sozialen Verpflichtungen ablegen können und, ja, ich sag mal so, wie ein Heiliger oder wie ein Mönch leben müssen praktisch außerhalb der Gesellschaft ohne gesellschaftliche Verpflichtungen oder Verbindungen.
Сначала человек становится вегетарианцем, потом сыроедом. Der Mensch wird ja am Anfang oder in seinen ersten Stufen Vegetarier, dann kann er auf Rohkost oder dann wird er Rohköstler. Потом он живет на соках, потом живет на воде и так переходит потом на энергию. Und dann ernährt er sich nur von Säften, dann nur von Wasser und dann praktisch irgendwann nur von Lichtnahrung. Но это такой очень тонкий уровень, то есть это не для обычных людей, которые живут обычной жизнью. Aber das ist praktisch eine sehr feinstoffliche Ebene, das ist nicht für jeden und sehr schwer für unsoziale Menschen umzusetzen. Так, еще там последний вопрос. Даже это не вопрос, что женщина пишет, что она пробовала, и на третий день она прервала просто голодание. Она пробовала на воде, потому что она была не в состоянии больше вообще ну, что-то делать в повседневной жизни. Надо объяснить, что первых три дня они наиболее тяжелые. Also, die ersten drei Tage sind sowieso die schwierigsten. Потому что желудок пытается взять под контроль мозг и начинает отключать все функции. Weil der Magen beginnt oder der Magen versucht den Verstand unter Kontrolle zu bringen und beginnt manche Prozesse ab bzw. einzuschalten. Но после трех дней мы переходим из углеродного голодания, то есть ну как бы на жировое, то есть мы начинаем организм начинает расщеплять жировую ткань. Und nach drei Tagen stellt der Körper praktisch von einer Kohlenwasserstoffverwertung auf eine Fettverwertung, also der beginnt seine Fettzellen an seine Fettzellen zu gehen, aber erst nach drei Tagen, also Fettreserven. На воде на самом деле входить в голодание тяжело, поэтому легче входить в голодание на сухую, то есть почистить кишечник и не пить воды. Also es ist praktisch einfacher durchs Trockenfasten in das Fasten hineinzugehen. Also die ersten zwei, drei Tage vielleicht trocken zu fasten, davor natürlich den Darm und das Verdauungssystem reinigen. Und danach, nach diesen ersten drei paar Tagen Trockenfasten, dann auf Wasserfasten umstellen. Когда становится тяжело, надо медитировать, наполняться энергией. Wenn es schwierig ist, soll man mehr meditieren, mehr Energie aufbauen. И, например, два дня просидели на сухой, там, или даже три дня, а потом можно начинать пить воду, и уже пьем воду и чувствуем себя очень бодрыми. Und nach zwei, drei Tagen Trockenfasten kann man tatsächlich dann beginnen, Wasser zu trinken, und wenn man dann genug Wasser trinkt, fühlt man sich auch gut und frisch. Когда я делал 42-дневное голодание на воде, я тоже входил на сухую. Als Владимир 42 Tage gefastet hat, hat er auch mit Trockenfasten begonnen die ersten Tage. И со своим другом на 30-й день голодания, на 30-й день мы пошли в спортзал, и я делал ту же самую норму поднятия тяжести, что и он. Und am 30. Tag hat im Fitnessstudio mit seinem Freund die gleiche Norm geleistet, wie praktisch, wenn er nicht fastet, also wie in seinem normalen Zustand schafft. Потом мы пошли в бассейн, и я еще проплыл там 600 метров в бассейне. Und dann gingen die zum Schwimmbad und er schwamm noch 600 Meter im Schwimmbad. К этому времени он уже устал и не мог плыть. Also der Freund war dann müde zu dem Zeitpunkt und konnte auch nicht mehr weiter schwimmen. Очень большая работа тут с умом, надо как бы наш ум ограничивает. Sehr filigrane Arbeit mit dem Verstand, weil der Verstand praktisch hier eingrenzend wirkt. Так, что там еще? Ну, сухое это значит ничего не есть, ничего не пить. Да. Ja, Trockenfasten heißt nichts essen, nichts trinken. Сделать, например, на вечер пракшалану, то есть почистить кишечник, сделать клизму и уже не есть, не пить. Zum Beispiel am Abend eine Shankha Prakshalana machen, das ist so eine yogische Darmreinigung und danach nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Ну, еще кто-то вот рекомендует пить родниковую воду, что она лучше для голодания. Окей, das mit dem Quellwasser ist auch so. Ja. Genau. Gut. Dankeschön. Ну, тогда на сегодня, я думаю, все. Мы тогда встречаемся уже в следующий раз, уже в закрытой группе. Окей, das war's dann für heute. Nächstes Mal treffen wir uns in der geschlossenen Gruppe.
И уже приступим тогда к системному изучению и практике живи. Und werden mit dem systematischen Erlernen, mit der systematischen Ausbildung der Jiva-Heilkunst beginnen. Рекомендую вам, чтобы у вас были какие-то знакомые друзья, чтобы вы могли на них пробовать практики живы. Auch noch eine Empfehlung von Wladimir, dass ihr Freunde oder Bekannte habt, Familienmitglieder habt, bei denen ihr diese Techniken auch praktizieren und ausprobieren könnt. Ну и приглашайте друзей, потому что хорошо, когда группа такая до 16 человек. Она тогда владеет большим эффектом, ну, когеренции, там, взаимопомощи. Leitet das an eure Freunde weiter, beziehungsweise ladet eure Freunde und Bekannte auch ein, wenn wir circa so um die 16 Teilnehmer wären, ist es für jeden Einzelnen auch besser, weil die Gruppendynamik eine ganz andere ist und die Wirkung auch der Gruppenpraktiken. Хорошо, благодарю вас, обнимаю вас всех, желаю вам хорошего вечера, хорошей недели. Dankeschön, ich umarme euch alle, eine schöne Restwoche noch, schöne Tage, praktiziert das, probiert es aus und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. До встречи. Ja, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.